Was immer zu stricken geht, sind Tücher. Vor allem einfach zu strickende Tücher. Einfache Tücher sind gelingsicher für Anfänger, sind entspannend für Fortgeschrittene und sind vor allem eines tragbar. Ich zeige euch heute ein super einfaches Tuch. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia, ich bin Strickdesignerin für internationale Garnmarken und trotzdem liebe ich das Tücherstricken, je einfach, desto besser. Heute soll es um dieses schöne Tuch gehen, welches komplett in kraus-rechts gestrickt ist und eines der einfachsten Tücher, was ich kenne. Und ich zeige euch alles drumherum, was ihr wissen müsst. Es geht los mit einer Tuchbeschreibung, dann zeige ich euch das Material, was man dafür braucht und zum Schluss ganz praktisch, wie es gestrickt wird. Dieses Tuch ist als Dreieck gestrickt. Man fängt unten in der Spitze an und strickt nach oben, was durch den Pfeil symbolisiert wird. Das ist also die Strickrichtung. Unten in der Spitze mit wenigen Maschen. Und dann wird an einer Seite, und zwar an der linken, kontinuierlich zugenommen. Und ihr strickt nur rechte Maschen, mega einfach, so lange, bis das Tuch groß genug ist oder bis eure Wolle auf ist. Wenn ihr einen Verlaufsgarn nehmt, wie ich es hier gemacht habe, dann habt ihr trotz der Einfachheit den Strickspaß, denn es kommt ja immer wieder eine andere Farbe und das macht das Stricken ziemlich abwechslungsreich. Ich habe in meinem Tuch die Luisa Harding Giardino verstrickt und zwar 2x 100 Gramm. Das heißt, ich bin auf eine Lauflänge von 520 Metern gekommen. Und ich habe, damit es schön locker wird, mit Nadel 5 gestrickt. Das ergab dann eine Maschenprobe von 16 Maschen auf 10 cm und das Tuch ist in der Höhe, also in der Länge, 1,20 Meter und 1,10 Meter an der Abkettkante. Das hier ist die Giardino, die ich verstrickt habe und ich habe die gewählt, weil ich sie im Atelier habe, aber noch nie etwas daraus gestrickt hatte. Und ich habe immer den Grundsatz, alle Wollen, die wir verkaufen, müssen wir auch selber mal verstrickt haben. Und zugegeben, die Farbe fand ich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen merkwürdig, nicht direkt so ansprechend, aber ich muss sagen, im Tuch fand ich sie dann besser als im Knäuel und sie passt zu richtig vielem. In meinem Shop findet ihr die Giardino hier. Die 106 ist die Farbe, die ich genommen habe. Bildschirmfarben sehen immer so ein bisschen anders aus. Das kriegt man auch nicht so wirklich in den Griff. Es gibt aber auch andere viele schöne Farben. Und Luisa Harding als Britin, wie gesagt, ist dafür berühmt, dass sie immer besonders spezielle Farbzusammenstellungen hat. Ihr könnt aber auch zum Beispiel von Noro Tsubame nehmen. Das ist ein 200 Gramm Knäuel mit 600 Metern. Das heißt, ihr habt sogar noch ein paar mehr Meter als bei der Giardino. Und es würde ein bisschen größer. Und die hat auch sehr, sehr schöne Farben. Wenn man da mal so reinschaut, sehr schön sommerlich, vom Griff her sehr weich, aber so ein kleines bisschen wolliger als die Giardino. Und in meinem Shop findet ihr die Tsubame hier. Noro ist ja immer so ein kleines bisschen teurer, weil die sehr, sehr speziell und einzigartig sind in ihrer Farbherstellung. Aber das kann ja jeder selber entscheiden. Was auch gut geht, das ist ja auch beim Tücherstricken immer toll, sind Sockengarne. Ich habe ihr ein handbemaltes von Knitting Fever, in Dalgans Fingering heißt das. Und
Das hat 450 Meter. Das heißt, man würde nur einen Strang brauchen. Und es gibt sehr, sehr schöne Farben, die ich euch auch mal ganz kurz zeigen möchte. Das hier ist die in Dalgens handpainted. Das heißt, die wird tatsächlich mit der Hand bemalt und ist ein sehr weiches, sehr schönes Sockengarn. Oder was auch eine handbemalte Sockenwolle ist, ist die Huasco Sock handpainted von Araucania. Hat auch sehr schöne Farben und mit einem Strang kommt man schon aus für ein kleines Tuch. So, das war die Beschreibung und das Material, wobei ihr natürlich auch jederzeit eigene Garne nehmen könnt, ist klar, bei diesem Tuch sowieso, weil ganz viel auf dieses Tuch passt oder eben auch Reste oder aus eurem Stash, hat ja jeder Stricker zu Hause. Dann kommen wir mal zum Stricken. So, ich hatte euch schon gesagt, das ganze Tuch wird in kraus rechts gestrickt. Ihr strickt also nur rechte Maschen, braucht auch nicht auf spezielle Randmaschen achten. Jede Randmasche wird rechts gestrickt und ihr schlagt drei Maschen an. Mit welchem Anschlag, das könnt ihr selber entscheiden. Ich nehme immer den ganz normalen. Mache eine kleine Schlinge und schlag drei Maschen an. So, das ist gewissermaßen meine erste Hinreihe, gedanklich. Dann stricke ich die erste Rückreihe mit rechten Maschen zurück. Und habe jetzt meine erste richtige Hinreihe mit den Zunahmen. Ich bin am Anfang der Hinreihe und zugenommen wird immer am Ende jeder Hinreihe, indem die letzte Masche verdoppelt wird. Ich stricke also die erste Masche rechts, die zweite Masche rechts und die letzte Masche verdoppel ich, indem ich eine Masche von vorne heraus stricke und eine Masche von hinten. Somit habe ich eine Masche zugenommen. Wenden und rechts zurückstricken. So. Jetzt kommt wieder eine Hinreihe. Ich stricke alle Maschen rechts bis zur letzten und verdoppel die letzte Masche, indem ich einmal vorne und einmal von hinten einsteche und eine rechte Masche herausstricke. Rückreihe, wieder rechts. Und das ist schon alles, was ihr wissen müsst. Das Schöne bei dieser Tuchform ist, dass sie beim Tragen asymmetrisch um den Hals gelegt wird. Ich zeige es euch gleich mal, aber ich will noch mal ein bisschen stricken. Und durch dieses Asymmetrische hat das Tuch einen besonders schönen Fall. Und die Farbverläufe, wenn sie sich denn dann streifig entwickeln, hier bin ich wieder am Ende meiner Hinreihe, Masche verdoppeln, laufen auch asymmetrisch und das sieht immer sehr geschickt aus. Ist immer so ein bisschen lässiger als gerade. So, das war wieder eine Rückreihe. Ich stricke jetzt noch eine letzte Hinreihe. Und dann kann man nämlich schon sehen, wie sich die Tuchform entwickelt.
So, ich bin wieder bei meiner letzten Masche. Verdoppeln. Und zurück. So. So sieht das Ganze aus. Hier bleibt es gerade und am Ende der Hinreihe wird es schräg. Und was ich eben noch meinte, seht ihr hier, das ist das Tuch. Getragen ist es asymmetrisch. Und wenn ich das hier mal daneben lege, hier unten fängt man an und strickt so lange, bis das Garn auf ist. So viel zum super einfachen Sommertuch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstricken. Gehabt euch wohl. Bis dahin. Tschüss.